Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI-Report, Donnerstag, 3. Oktober 2024. Und bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich falsch liege, ist der 3. Oktober nicht der Tag der deutschen Einheit. Ich denke schon. Und damit, was macht man da? Man kondoliert oder man gratuliert. Auf jeden Fall, wir wünschen nach Deutschland einen anyway wunderbaren Herbsttag. Natürlich auch nach Österreich und in die Schweiz und überall, wo man uns empfangen kann. Ich muss mit Breaking News beginnen. Wirklich, es ist gut, dass die politische Korrektheit langsam aber sicher sich durchsetzt. Wir sind sowas von erlöst in Basel seit letztem Samstag, weil das M-Wort ist wieder ein bisschen mehr verschwunden. Ja, ich habe es richtig verstanden. Nicht das N-Wort wie Nathan, sondern das M-Wort wie Maria. Und zwar, the breaking news ist, es hat eine Fusion gegeben zwischen zwei Basler Guckenmusiken. Und es ist auch, ihr werdet es gleich sehen, es ist auch ein Ausbund an hoher Kreativität, was da veranstaltet wurde im Namen der politischen Korrektheit. Man kann wirklich nur den Hut ziehen und ich bin sicher, dass diese Guckenobmänner bestimmt viele Klausuren gemacht haben, in sich gegangen sind, sich zurückgezogen haben, handyfreie Zone, internetfreie Zone und über das kreative Ergüsse gehirnt haben, richtig in ein Kaninchenloch der Kreativität hineingetaucht sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Basler Guggen fusionieren. Die beiden Basler Guggenmusiken Messingkäfer und Mohrenkopf haben am Samstag fusioniert. Sie heißen künftig Guggenmusik Messingkopf. Ich weiß nicht genau, Niklas konnte mir auch nicht helfen, was ein Messingkopf genau ist. Vielleicht ist da ein Türknauf gemeint aus Messing oder irgendetwas, was auf einem Gartenzaun obendrauf als dekorativer Abschluss ist. Auf jeden Fall herzlich willkommen bei der Basler Fasnacht, die Guggenmusik Messingkopf. Mein Kommentar dazu, liebe Ex-Mitglieder von Messingkäfer und Mohrenkopf, ihr seid einfach nur hure Hosenschisser. Das ist mein Kommentar dazu. Und ja, ich habe noch etwas anderes, auch fast schon Breaking News-mäßiges. Es gibt wirklich, ich wusste es immer, aber die Zürcher sind wirklich, die müssen sehr, sehr böse sein, weil sie haben sogar eine jüngere Frau aus der Stadt vertrieben. Das ist, ich finde es fast ungeheuerlich, und zwar diese adrette junge Dame, wie kann man auch nur aus Deutschland, also das, wo ist, liebe Zürcher, wo ist eure Gastfreundschaft geblieben? Und zwar, sie schreibt, die Schweiz bricht mir finanziell das Genick. Influencerin Tara Witwer, ich bin sicher, ihr kennt sie alle, ich kannte sie nicht vorher, bricht Aufenthalt in Zürich wegen hoher Kosten ab. Autorin und Influencerin Tara Luise Witwer zeigt sich auf Instagram geschockt darüber, wie teuer die Schweiz ist. Nach einer Lesung bricht die Deutsche ihren Aufenthalt vorzeitig aufgrund der hohen Kosten ab. Und das in Zürich. Also da kommt mir analog zu der Hosenschisser in Sinn. Los, Meitli, willst du vielleicht einmal etwas Gescheites schaffen? Dann könntest du dir auch Zürich leisten. Aber ja, wir wünschen ihr auf jeden Fall eine sehr gute Reise. Gute Rückkehr nach Good Old Germany. Dort ist ja alles sehr günstig. Vor allem, wenn sie dann wieder redlich Steuern bezahlt, wird sie auch viel Geld einsparen können. Aber trotzdem, also liebe Zürcher, also irgendwie so geht das nicht. Aber irgendwie auch nicht schlecht. Ein Schwab weniger in der Schweiz. Das ist auch nicht immer nur schlecht. Und wir spielen ja bei euch, weil ihr ja eben nicht böse seid. Wir freuen uns darauf, der Jean-Marc und ich. 23.10.2024, 19.30 Uhr im Weißen Wind in Zürich. Es ist ein Mittwoch. Und Tickets gibt es unter info@männerpraxis.ch. Jetzt habe ich doch geschlagene 4 Minuten 40 geblödelt, aber es sind schon wichtige gesellschaftliche Tendenzen, die wir da bringen. Also er hat mir sehr geraten, das auch mal so zu bringen und das machen wir natürlich. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Die Frage, gewollte, Entschuldigung,
europäische Hungersnot. Und da kann man lesen bei TKP, ist eine Hungersnot in Europa das wahre Ziel der EU-Politik? Also das ist schon böse, böse. Es könnte fast eine Zürcher Frage sein, ehrlich gesagt. Und eine unverantwortliche Politik, die getarnt ist als Unterstützung, als Hilfe für die Ukraine, könnte Europa lang oder sogar schon mittelfristig in den sozialen Kollaps führen, vor allem in der Agrarbranche, meine Damen und Herren. Die Kontroverse um ukrainische Agrarprodukte geht unvermindert weiter. Von dem sprechen allerdings schon nicht viele. Man hört ja immer wieder jetzt von den Angriffen mit Langstrecken nach Raketen nach Russland und von den Opfern und was Zelensky alles macht und Korruption und was weiß ich. Aber von dem Thema hört man relativ wenig, dass ukrainische Lebensmittel den europäischen Markt überschwemmen. Das kann man sich ja irgendwie auch fast nicht vorstellen, weil es ist ja Krieg. Also wie können die überhaupt noch so viel produzieren, dass Tausende von Landwirten in der EU in die Pleite getrieben werden? Aber es ist offenbar so. Es gibt harte Daten aus Bulgarien. Die bulgarische Regierung hat die EU kürzlich aufgefordert, eine Entschließung zum Verbot der Einfuhr ukrainischer Hühnereier zu verabschieden. Also erstens wusste ich nicht, dass die wirklich so viele Hühnereier exportieren und zweitens wusste ich auch nicht, dass die Bulgaren so viele Hühnereier produzieren, auf denen sie jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sitzen bleiben, also hoffentlich die Hühner, dann gibt es vielleicht Küken, aber wer soll alle die Küken dann, was machen wir mit denen? Die produzieren dann auch wieder Eier und was machen, also ja, so viel Chicken kann man ja, nein, wir sind ja alle Veganer, also das kann ja auch niemand mehr essen. Das kann ja nicht der Wille der EU sein, mein Gott. Also ein großes Problem und das große Angebot an billigen ukrainischen Eiern auf dem europäischen Markt schadet den bulgarischen Erzeugern, die auf den Verkauf von Eiern als wichtigen Teil ihres Geschäftes angewiesen sind. Tausende von bulgarischen Landwirten gehen in Konkurs und es wird erwartet, dass sich die Krise in naher Zukunft noch verschärfen wird. Also das sind einfach so Nebeneffekte, Nebenschauplätze, unerwünschte Nebenwirkungen dieses Krieges, wie wenn ein Krieg erwünschte Nebenwirkungen hätte, außer für die Rüstungsindustrie. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich dramatisch ist für die bulgarischen Bauern, aber es ist natürlich nicht auf Bulgarien beschränkt. Der Verkauf von Getreide, Fleisch, Milchprodukten und allem, was auf dem Lande produziert wird, scheint in Europa kein attraktives Geschäft mehr zu sein. Von Polen bis Frankreich ist kein europäischer Landwirt glücklich darüber, dass seine Produkte auf dem Markt durch große Mengen billiger ukrainischer Agrarprodukte ersetzt werden. Das ist EU. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Kann mir fast nicht vorstellen, dass das auch in der Schweiz ein Problem ist. Aber wie gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann, heißt überhaupt nicht, dass es sein kann. Oder umgekehrt. Der Grund dafür ist die irrationale Entscheidung der europäischen Entscheidungsträger. Gut, also meine Theorie stimmt, weil die Schweiz gehört ja nicht zu Europa. Also ja, nicht zur EU und mein, was ist Europa ohne die EU? Alle Einfuhrzölle auf ukrainische Lebensmittel zu verbieten, da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn jetzt da die EU potenziellen Präsidenten Trump hätte. Der würde dann mal als allererstes diese Einfuhrzölle mal so ziemlich massiv in die Höhe schrauben. Europe first, aber das sind absolute irreale Utopien, die leider wir nicht mehr erleben werden. Diese Maßnahme soll angeblich die ukrainische Wirtschaft in der durch den Konflikt mit Russland verursachten Krise ankurbeln. Diese Krise, die ja primär eigentlich vom Westen alimentiert und warm gehalten wird, weil ja immer mehr Geld, aka Waffen, in diese Konfliktzone hineingepumpt werden. Auf dem europäischen Markt, also immer von der EU gesprochen, ist es derzeit günstiger, ukrainische Lebensmittel zu importieren, als einheimische Produkte weiterzukaufen, verkaufen, was offensichtlich Tausende von Landwirten dazu veranlasst, ihre Betriebe aufzugeben. Und
Europa, der Agrarsektor, das haben wir gesehen durch diese vielen Proteste in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, haben nicht ähnlich so eine starke Position und sie sind auf Subventionen angewiesen, was sie dann wiederum in der Bevölkerung sehr unbeliebt macht, weil sie sagt, ja, der klönet immer, der Bikassierer der Staatsgelder und mehr hängt nichts vom Staat und so weiter. Und dann sind das ja alles unglaubliche Umweltverschmutzer, da mit ihren Traktoren und Dieselmaschinen und so weiter. Ohne diese Hilfen und angesichts der offenbar wirklich Invasion ukrainischer Produkte ist es einfach nicht mehr rentabel, Teil der europäischen Agrarindustrie zu sein, weshalb wahrscheinlich Tausende von Menschen ihre Arbeit in den ländlichen Gebieten aufgeben. Das sind ja nicht immer nur Bauernhof- oder Gutsbesitzer, das sind ja auch Menschen, die dort arbeiten, in allen möglichen Bereichen und sich der wachsenden Klasse des europäischen Prekariats anschließen werden. Also die Wanderung in die Städte, in die Vororte, diese ja, nicht wahnsinnig schöne urbane Ghettosierung und dann Menschen, die vielleicht immer in der Natur gearbeitet haben, gehen dann in eine Fabrik ans Fließband. Also man fühlt sich irgendwie wie 130 Jahre zurückkatapultiert. Auf den ersten Blick mögen einige Wirtschaftsanalysten dieses Szenario einfach als Marktverschiebung, der Zeitgeist, the Zeitgeist, bei der bezeichnen oder betrachten, bei der die europäische Produktion durch die ukrainische Produktion ersetzt wird. Naja, aber wessen Interessen vertreten dann die Menschen in Brüssel? Das wäre ja dann auch mal eine Frage. Diejenigen der Ukraine, weil die bösen Russen, gut, alle haben ihr Schicksal zu tragen. Wir haben die bösen Zürcher und die haben halt die bösen Russen, aber ja, wie Figura zeigt, auch wir können uns sehr freundschaftlich mit den Zürchern verständigen, wo ein Wille auch ein Weg. Aber eigentlich, für das gibt es ja die EU und die Ukraine ist nun mal nicht in der EU. Ob das erwünscht oder nicht erwünscht ist, that's a fact. Und da gibt es Menschen, die leiden und ihren Beruf aufgeben. Nicht zu sprechen von den Suiziden, die es bei den Bauern gibt, und das haben wir auch schon berichtet, ist schon ein Moment her, von den Suizidhilfsstellen, nur für die Agrarindustrie. Also das ist nicht einfach irgendeine Bagatelle. Obwohl die Ukraine über einige der fruchtbarsten Böden der Welt verfügt, jawohl, Schwarzerdeböden, ist sie derzeit das Ziel westlicher Finanzkapitalisten, die die Herausgabe von Ackerland als Gegenleistung für die milliardenschweren Hilfspakete der NATO verlangen. Das ist so, das ist ein Deal, oder? Also Produkte gegen Hilfe, Militärhilfe natürlich und dann, wenn alles kaputt ist, Aufbauhilfe in Anführungs- und Schlusszeichen, an dem wiederum vor allem westliche Konzerne verdienen werden. Organisationen wie BlackRock und andere Vermögensverwalter werden bald fast alles besitzen, was von der schwarzen Erde der Ukraine übrig ist. Also das wird denen auch wirklich unterm Vödle wegverkauft und anscheinend merkt es niemand. Anscheinend. Und dann wird die ukrainische Agrarproduktion von der Bereitschaft der Finanzhaie abhängen, die Europäer zu ernähren. Oder vielleicht auch eben nicht, oder zu hungern zu lassen oder zu ruinieren, wenn die Lebensmittelpreise dann genau durch diese Finanzhaie diktiert werden. Also man könnte sich wieder auf Erich Maria Remarque beziehen, im Westen nichts Neues. Natürlich ein anderes Thema, sein Kriegsfilm, aber wir sind ja im Krieg. Es stimmt, dass der Mangel an Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln in den europäischen Ländern kein neues Problem ist. Importe sind bereits lebensnotwendig, ohne die gibt es nicht. Ein wichtiger Mechanismus ernährungstechnisch für ganz Westeuropa. Aber parallel zur Abhängigkeit von Importen gibt es auch die irrationale Politik von Sanktionen und Embargos und Zwangsmaßnahmen gegen nahrungsmittelproduzierende, sogar aufstrebende Länder außerhalb der EU. Russische Föderation ist es beispielsweise verboten, irgendetwas an die Europäer zu verkaufen, aber das Problem ist noch größer. Die EU erwägt seit Jahren, schwere Sanktionen gegen Brasilien zu verhängen und behauptet dabei, Umweltverstöße würden vorkommen. Es wird so weit kommen, dass die
Zitat, humanitären und ökologischen, Zitat Ende, Anforderungen der EU, die Europäer daran hindern werden, aus irgendeinem Land etwas zu kaufen. Also Hauptsache der Green Deal, die grüne Agenda blüht und leuchtet und fluoresziert, aber was dann die Europäer zu futtern haben, das ist dann sekundär, weil es ja eh zu viele unnötige und unnütze Esser gibt. Wenn wir uns fragen, und das ist ja das Entscheidende, qui bono, wem nutzt es, wird die Antwort einmal mehr klar. Es gibt nur ein Land, das Europa ermutigt, immer mehr Sanktionen zu verhängen, immer mehr ukrainisches Getreide zu kaufen und immer mehr Waffen nach Kiew und in deren Umgebung zu schicken. Und zwar unter den von BlackRock festgelegten Zahlungskonditionen. Ihr habt auch keine Ahnung, was das für ein Land ist. Ich auch nicht. Schauen wir mal, was da kommt. Natürlich ist dies dasselbe Land, das die russisch-europäische Energie und vor allem noch ganz andere Zusammenarbeiten boykottiert und den Terroranschlag auf Nord Stream verübt hat. Und natürlich ist dies auch der einzige Staat, der daran interessiert ist, den geopolitischen Status quo zu alimentieren, aufrechtzuerhalten und die Schaffung einer multipolaren Welt mit verschiedenen Handelszonen und Partnern zu verhindern. Eine multipolarere Welt, nicht eine Multikulti, sondern eine multipolare Welt, in der die Europäer die Freiheit hätten, stellt euch das mal vor, sich auszurichten mit und nach wem sie wollten und ihre Partner pragmatisch auszuwählen. Das wäre der europäische Geist, postaufklärerisch der Freiheit. Das Bündnis zwischen den USA und der EU ist eine echte Zeitbombe und wird Europa auf lange Sicht in den Ruin treiben. Also gewisse Teile sind schon ziemlich ruinös, wie ich finde. Europa befindet sich bereits in einem Prozess der Deindustrialisierung, einer Energiekrise und der Zerstörung seiner gesamten Ernährungssicherheitsarchitektur. Und Energiesicherheitsarchitektur könnte man hinzufügen und steht damit vor einer düsteren Zukunft in der Geschichte der Menschheit. Und fast alle europäischen Entscheidungsträger scheinen mit diesem Szenario zufrieden zu sein. Fragen wir lieber nicht, warum dem so ist. Wir könnten da noch auf ganz dumme Gedanken kommen. Und jetzt einfach mal zum Schluss, ganz theoretisch, experimentell. Man stelle sich mal vor, die Ukraine würde in die EU kommen, was dann mit der EU-Landwirtschaft erst recht geschehen würde. Einfach mal so eine experimentelle Denkaufgabe. Nun gut, liebe Freunde, wir sind am Ende dieses Beitrags. Ich wünsche trotz drohender Hungersnot, solange es hat, hat es noch ein Gute für heute. Ich wünsche auch einen wunderschönen Tag, zusammen natürlich mit Georg und meiner, apropos Hungersnot, sehr nach Kröten, Kolleginnen und Kollegen, hungrigen Chief Financial Officer Laura. Macht's gut, mein Name Marco Karimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, sali zusammen. Man sieht sich.